Guten Tag. Oder guten Abend. Ach, jetzt kann man mich sehen. Ich habe hier wieder 10.000 Screens offen. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich hoffe, man hört nicht meinen Computer im Hintergrund, der verdammt laut ist. Tut mir leid, muss kurz aufstoßen. Ja, Ton Top Krone ist wie immer am Start. Guten Abend, Krone. Was ist los bei euch? Ich hoffe, allen geht's gut. Also, wie viele von euch sind gerade von Arbeit gekommen? Entspannen jetzt auf der Couch. Ich bin auch gerade von der Arbeit gekommen. Ich bin hier nur sitzen geblieben. Jeder gute Stream beginnt mit einem Rülpser. So muss es sein. Ich habe keinen Gegner. Ich habe keinen Bromantiker, gegen den ich spielen kann. Also von den On-Air-Gesichtern. Deswegen schon mal hier reingeschmissen in die Gruppe. Ist da ein Bromantiker da draußen, der gegen mich spielen möchte? PS5 Man 22. Letztes Mal, also ich habe vorletzte Woche habe ich gegen einen Bromantiker gespielt und das war 28-0. Ich brauche meine Revanche. Ich muss hier ein Rematch haben. Ich muss gegen irgendjemanden da draußen spielen. Ihr seid besser als wir. Ich habe gegen Sebastian Silva Gomez letzte Woche zweimal gespielt und zweimal einfach gewonnen. Ich muss schon, also weil ich ja jede Woche gefühlt spiele, muss ich ja sagen, dass ich von den On-Air-Gesichtern wahrscheinlich jetzt der Beste bin, weil ich einfach die ganze Zeit spiele. Da sitzt im Hotel, endlich mal Beschäftigung. Ey, wo, in welchem Hotel bist du? Warum sitzt du im Hotel? Urlaub, Arbeit? Boah, was war eine Frage? ELFPA, zu früh oder gerade richtig? Ach, du meinst eine ELF Player Association? Meine ehrliche Meinung, viel zu früh. Viel zu früh. Wenn die Liga irgendwann mal groß ist und auch Stabilität hat, und das meine ich mit, dass die im grünen Bereich ist, dann kann man darüber reden. Montage in Leipzig. Geht nur auf PS5 gegen PS5? Ja, es geht nur PS5 auf oder gegen PS5. Ihr braucht PS5. Ich zerstöre dich mit den Broncos. Niemals. Bad Causa? Komm. Niemals. Niemals mit den Broncos. Bist du am Start, oder was? Könnt ihr meinen. Ach nee, ich muss ja mein. Warte, ich muss mal ganz kurz hier. Ihr könnt ja nicht meinen Username hier unten sehen, ne? Das muss ich mal ganz kurz ändern. Dann könnt ihr mir. Ich habe todes viele Freundschaftsanfragen letztes Mal bekommen. Ist irgendjemand von denen online? Leute, wir suchen keine Teams aus. Wir nehmen ein Game of the Week. Ich brauche einen Gegner, der sich traut. Und dann nehmen wir das Game of the Week, was ihr entscheidet. Ich habe nämlich noch gar nicht nachgeguckt. Aber ich muss mal ganz kurz mich einmal zur Seite. Ey, guck mal, mit Greenscreen habe ich heute gearbeitet, Leute. Es wird wild hier, ey. Das wird wild. Guck mal hier. Könnt ihr das sehen? Ich gehe mal auf die andere Seite kurz. Muss dann aber gleich wieder zurück, weil das passt irgendwie nicht, weil ich nach rechts gucke. Weil ich bin diesmal auf meinem Computer und nicht auf meiner Couch. Sagt ihr, alleine streamen ist tausendmal einfacher als mit Gästen. Es ist so. Ich traue mich gegen dich, egal welchen Team. Ja, dann let's go. Komm, mach mal klar hier. PS5 Man 22, schick mir mal eine Einladung. Los, wer traut sich? Let's go, let's go, let's go. Ich warte. Was sagst du zur PK von David Carr? Ich zerstöre dich mit deinem Delicious Defense. Die PK von Derek Carr. Oh, warte mal, ich habe eine Benachrichtigung bekommen. Oh, ich habe 65 Anfragen. Jetzt ist die Frage, ist schon jemand online? Kam das jetzt gerade rein? Nee, Dienstag. Kann man die. Wer von euch kam denn jetzt gerade? Partys, Freunde. Ist irgendein Freund online? Wer ist denn Freitag, Freitag? Kam irgendwas jetzt gerade rein? Nein, das ist doch hier nach. Okay, warte mal. Hab
Hat irgendjemand eine Freundesanfrage jetzt gerade geschickt? Nein, oder? Könnt ihr mal ganz kurz helfen? Weil das sind ja alte. Da fragt gerade einer, was macht ihr mit den Twitch-Einnahmen? Gute Frage, Leute. Also, wie ihr ja mitbekommen habt, sind wir nicht nur mehr Patrick, Zume und Björn Werner. Wir haben die Familie größer gemacht. Und weil wir wichtige Leute brauchen, um das gesamte Thema hier voranzubringen. Und da werden Leute gerade bezahlen. Wir haben, das haben wir euch noch gar nicht gesagt, wir haben offiziell jetzt eine GmbH gegründet. Und das ist jetzt gerade fertig geworden. Und das sind große Pläne, wo wir hingehen möchten. Und da brauchen wir Leute wie Sami, wie ein Itoros, wie ein Marc, wie ein Kasim, die alle ja bezahlt werden sollen irgendwann. Ein paar werden schon bezahlt die ganze Zeit, warte mal. Aber so, Lockefreer. Los. Lockefreer, schick mir mal eine Einladung. Also eine Game-Einladung. Wie einen Yoshi-Krone. Als nächstes, wenn wir den nächsten Schritt erreichen, die Mods machen das jetzt auch gerade umsonst. Aber wir wollen zu dem Punkt kommen, dass auch die bezahlt werden. Das sage ich ganz öffentlich und ehrlich gemeint. Alle fahren bei uns irgendwie gerade erst an, ne? Ehrenamtlich und zeigen, was sie können. Und dann wächst das alles ja gemeinsam und dann wird's interessant. Ne? Als Beispiel könnt ihr euch mal so ein bisschen Barstool Sports nehmen, so, ne? Irgendwie da, so groß denken wir, in diese Richtung möchten wir gehen. Ob das irgendwann mal dahin kommt, wissen wir nicht, aber wir probieren es. Schick mir mal eine Einladung hier. Hat doch gerade jemand irgendwas angenommen? Guck mal, Gruppe Boy, jetzt haben wir das. So, wir haben einen. Wie kann ich, warum ist das jetzt nicht geladen? Wie mache ich ein Update, Leute? Leute, wie mache ich ein Update? Kann mir das einer mal sagen? Nee, das ist doch nicht so. Mein Update ist doch nicht so lang. Das ist doch nur Spieler, oder? Aber wie mache ich das? Komm schon. PlayStation 5, Update. Warum zeigt er mir das denn nicht an, dass ich. Ah, doch. Okay, das hätte ich natürlich vorher mal checken sollen. Steht jetzt im. Aber warum PS4? Ich brauche doch keine PS4. Warum lädt denn das runter? Hä? Das ist doch die PS4-Version. Könnte ich gegen Leute, die PS4 spielen? Aber guck mal, hier ist doch PS5-Version. Bereit zum Installieren. Oh, was ist denn hier los? Wie mache ich nicht? Oh, ey, nee, oder? Ja, wie halte ich denn das an? Ach, abbrechen und löschen. Bereit zum Installieren. Jetzt aktualisieren. Bitte, lass es jetzt nicht Stunden sein. Das musste jetzt nur ab. Guck mal, aktualisiert. So, nochmal bitte. Schick mir nochmal bitte eine Spieleinladung. Oder ist die noch bestehen? Warte, ich probiere nochmal. Ganz. So. Boah, hier nach rechts gucken, das ist natürlich nicht gut für den Nacken, ey. Oh. So, Lockefreer hat mich nochmal eingeladen. Komm gleich. So. Oh, jetzt bin ich gespannt. So. Ihr könnt schon mal raussuchen, bitte. Game of the Week. Welches Spiel ist das Game of the Week? Warum ist Gameskill nur All-Pro, mein Lieber? Oder meine Liebe?
Warum haben wir nicht All Madden? Warum ist es nicht auf All? Guck mal, du hast dein Mikrofon dran, aber wie kann ich kann dich jetzt nicht hören? Wie kann ich nicht hören? Wie geht denn das? Packers Chiefs. Ja, Packers Chiefs ohne Aaron Rodgers. Aber wir können es ja trotzdem machen. Pass auf, los. Packers Chiefs. Du kannst ja ein Team aussuchen. Lass mal Packers Chiefs nehmen. Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre Aaron Rodgers im Spiel. Und er sie nimmt. Okay, dann nehme ich Green Bay. Lockefreier, bist du ein Mann oder eine Frau? Damit ich das weiß. Bin Mann. Okay, du bist ein Mann. Man muss ja, ey, auch Frauen spielen werden, ne? Das ist ja. Wollen denn die Packers? Aber guck mal, ich habe das jetzt geupdatet. Es ist nicht, dass Aaron Rodgers nicht im Roster ist, oder? So. Man ist richtig aufgeregt. Ich habe mal gegen Kasim spielen dürfen. Aber warum? Man hört euch und sieht euch ja nicht mal. Das muss ich als nächstes rausfinden. Wie man euch wenigstens hören kann über den PlayStation 5 Controller. Da muss es doch einen Weg geben. Guck mal, du redest ja gerade, aber warum höre ich das nicht? Das muss ich auch noch rausfinden. Na dann, viel Glück. Junge, bin ich aufgeregt, ey. Ich auch, ich auch. Na dann. Gut Kick sagt man noch so schön, oder? Bock. Ey, wir hätten auf All Man machen müssen, weil jede Woche unterschiedliche Skillsets hier zu. Nein! Mein Batterie. Oh, das ist nicht gut. Ich warte mal. Warte mal ganz kurz. Was ist denn jetzt hier los? Ich muss mal kurz gucken. Oh. Mach mal kurz. Warte. Ich brauche kurz den anderen Controller, glaube So. Und es geht. Ich hoffe, der ist nicht auch leer. Hoffen wir es mal. Warum zwei Interceptions? Letzte Woche war ich doch voll gut, ey. Letzte Woche war ich doch verdammt gut. Also würde ich jetzt mal so sagen. Außer Kollege Gomez war so schlecht. Ist wieder ein ganz anderer Winkel hier auf jeden Fall, ey. Ach, Spielsound. Danke für diese Erinnerung. Sollte jetzt an sein. Liebe Leute. Ist mit Sound, oder? Ich habe das Kabel wieder reingesteckt, alles gut. Aber ich hatte auch gestern bei Primetime Football, ich habe Probleme mit meinem Ständer hier, also meinem Mikrofonständer. Das ist lose. Also irgendwas ist da auch passiert. Ich sag dir, das Equipment hier ist unfassbar. Boah, ey. So einer bist du, ja? So einer bist du also. So einer bist du. So, 3. und 8.
mal gucken, was wir hier machen. Nein, niemals. Hatte, okay. Okay. Game Sound noch ein bisschen lauter. So, ich habe es ein bisschen lauter gemacht. Also er mag es mit Patrick Mahomes zu scramblen. Ob ich den Tasty Touchdown von Patrick bei Subway probiert habe? No. Ich esse nur Delicious Defense. Ah, ist lustig, ist geil zu sehen, dass ihr echt da die echt probiert. Das ist mega, Mann. Da würde sich Subway freuen. Ich krieg die ganzen Nachrichten auf Instagram. Krieg natürlich nur die guten Nachrichten. Boah. Also dein Spielstil, man merkt, ist perfekt natürlich für die Kansas City Chiefs. Das muss ich gleich adjusten hier. Meiner ist herzhafter und der vom Coach ist fresher. Geil. Geil analysiert hier. Ich dachte erst, das wäre, alle Subways sind, können selber sozusagen entscheiden, ob die Subs reinmachen. Die Leute haben mir auch geschrieben, die bewerben die Subs oben in diesem Fenster, aber wissen gar nichts davon. Also die meisten Subways haben es. So, ich kann mich jetzt nicht ablenken, Leute. Er hat mich hier gerade komplett. Fand ich gut, ey. Hatte Cover 2 und er scrambled einfach raus. Dann. Ach, verdammt. Ich brauch Pass Rush. Pass Rush. Ja, er hat mich nass gemacht in diesem Spielzug. Muss ich ganz ehrlich sagen. I don't like it. Gibt es eine Liste, wo man die ganzen Subs sehen kann? Nein, es sind nur zwei Subs. Ich habe einen Philly Beef und er hat so ein Turkey irgendwie Sandwich, was auch immer er da gemacht hat. Er hat so ein ganz Standardding genommen. Ich wollte kreativ sein. Ja, okay. Er sieht aus, als würde er gerade hinfallen. So ein Busch. Guck mal, Double Team und dann will ich da. Nice. Ne, ich glaube, es ist nur in Deutschland unterwegs. Boah. Vom ganzen Sitzen habe ich richtig Nackenschmerzen, ey. Sag schon, man wird alt, ey. Oh, hey, sei vorsichtig, nicht, dass du eine Flagge bekommst hier. Nicht einfach alle wegklatschen. Nee, ich habe nicht vom Controller an. And he slides down and avoids the hit for good measure. On second down now, it's Jones. Work it inside the 15-yard line before it's all said and done. Einer sagt, 45 Minuten Busfahrt für einen Stop. Nee, danke. Sei doch nicht so. Gönn dir doch mal. Fahr doch einfach mal ein bisschen. Oh, schon erste Quarter vorbei. Verdammt, ging aber schnell. After 1-7-0 on EA Sports.
Ich wechsle kein Jordan Love rein, damit er echt keine Chance hat. Okay, der Box ist gut. Ich brauche nicht nur Nackenkissen. Ich habe einmal die Woche Reha bei mir zu Hause. Ich glaube mir, ich muss sehr viel für meinen Körper machen. Oh, ey, du bist drei Köpfe größer und schaffst keinen Stiffarm. Ich habe Knie, Nacken, Rücken, Ellbogen, alles. On the touchdown grab, and the Packers are within an extra point of tying this thing up. Wo kommt denn das her mit der Spielergewerkschaft für die ER-Spieler? Passiert da gerade was? Weil das war jetzt schon die zweite Frage. Blöde Frage, wer ist mein Gegner? Es ist ein Bromantiker, der hier auch einfach im Chat war. Hä? Ey, nächstes Mal All Madden, weil wir können nicht eine Woche All Madden, andere Woche All Pro, das ist ja unfassbar. Aber warum ist der trotzdem nicht reingegangen? Das war doch gar nicht so knapp daneben. War auf Insta? Na, dann sollen die mal machen, die ganzen Spieler. Das wird genau... Ja, die Probleme darüber haben wir letzte Woche sogar mit Sebastian Silva Gomez gesprochen. Ist schon klar, ne? Die Owners von den Teams müssen nur besser werden. Und ich kann nur die Sachen kontrollieren, die ich kontrollieren kann, als Berlin Thunder Owner. Okay. Nicht schlecht, hätte sogar fast geklappt. Da hast du mich fast gehabt. Crazy. Wild. Ich muss mal jetzt hier was ändern irgendwie gegen dich. Mir gefällt das nicht, wie das hier läuft. Spielt's gut Offense, aber ich bin einfach schlecht. Ich stehe auf, ich gehe um 5.30 Uhr ins Fitnessstudio, mein eigenes Fitnessstudio. Ich habe jetzt mein eigenes Home Gym, was mega geil ist. Dazu werde ich auch mal demnächst ein Video machen. Weil da war natürlich auch ein Kollege involviert. Boah, shoot in die Beine. Aber ich bin so abgelenkt, das kann ich nicht stoppen, ey. Das ist unfassbar. Ich habe zum ersten Mal ein Home Gym und ich habe echt. Ist mega geil. Es ist mega geil. Aber fummeln tun die auch nicht mehr, ne, wenn du die Histics machst. Wollte immer schon mal ein Home Gym haben. Hatte ich nie. Das war so ein bisschen so wirklich so ein Bucketlist-Ding. Christine macht nicht die Pyjama Party. Sami und Martin soll schon machen. Half defensive back that covers passes and half linebacker that makes tackles. We just saw the linebacker make that play. Oh. Stoppt, oder? Was für ein Ding. 2 Yards, good enough for a first.
Mahomes taps this forward. It's a jet sweep. And he went da hat die Defense aufgepasst. Back to the 33. Well, I think the hope is, you know, with a touch pass like that, maybe you catch the defense. Und dann Ausdauer zu Raum zu Raum. Nee, ich habe auch sogar ein paar Kardiogeräte. Sagen wir es mal so, ich habe richtig auf die Kacke gehauen mit meinem Home Gym. Und hat mir ein schönes Setup hier gemacht. Here's Mahomes to throw. Gets this one to Hill. Wie werden die denn geblockt? Wie Receiver, ey. Kein Pass, was kommt durch nichts. 19 yards there on the catch and run. So many times in my career I've heard coaches talk about completions are one thing. But as long as we're there at the catch and we get guys on the ground, we can live with that. But if you're gonna give up 10, 12, 15 yards after the catch, then your defense is gonna be in a lot of trouble. Two minutes remaining in this first half of football. Here's a first and 10 at the 14-yard line. Was war denn das für ein Spielzug? Man macht einen Fake Reverse nach links und gibt es den zweiten Typ dahinter, der in die gleiche Richtung geht? Das macht gar keinen Sinn für mich. Oder? Das macht doch keinen Sinn. Bin ich der Einzige, der gerade darauf geachtet hat? Manipulating a defense with their eyes and their head movement. In this case, he just stared the receiver. Oh, wichtiger dritter und 13, ja. Wir müssen jetzt stoppen. Nicht zum Field Goal zwingen. An incomplete pass on that last play, and that means he'll need to come up with something here on third down. From the gun, it's Mahomes. Escaping the pressure right. Jetzt fummelt er. He lost the football. And the ball ends up out of bounds. So, Masse. No doubt they were hoping for 7 points out of this drive. Field goal. The good news, they could Komm jetzt hier nicht mit einem Fake Field Goal, das funktioniert noch. So, Aaron Rodgers 2-Minute Drill, ne? Würde ich mal sagen. Drei Timeouts, kriegen wir noch bestimmt noch was hin, hoffentlich. Okay, okay, nicht schlecht. Jo Björn war heute bei Subway, den Sub geschmeckt. Den Sub schmeckt geil. Ich danke dir. So noch. Guck mal, warte. Man muss sagen, Björn spielt schon echt nice. So schlecht bin ich nicht, ne? Ich werde echt jede Woche besser, muss ich sagen. Jede Woche ein Spiel hier am Donnerstag. Mal gucken, ob das reicht, mich zum Man Pro zu machen. Vielleicht werde ich E-Sportler noch. So, kurz konzentrieren hier. Wir haben eine. 1-1-1. Wir haben noch. So, wir haben noch ein bisschen. Timeout haben wir auch noch. And looking at this situation, Charles, you got more than a minute. You've got all three timeouts. Probably no need to play this safe. So what you're saying is that we're doing a little bit of a mind meld here, aren't we? Because I'm thinking of the same minds as you. This amount of time, don't be compelled to play it too safe. This is a chance to get points on the board. Press it a little bit. Especially since a touchdown here gets you the lead. They're going for Lazard, but this is intercepted. It's the Honey Badger, Tyrann Mathieu. An unfortunate sequence there, trying to get points. Was war denn das für eine kranke Interception, bitte?
Aber ganz im Ernst, das ist so unrealistisch. Der ist vorher losgesprungen, bevor der Ball überhaupt aus meiner Hand war. So unrealistisch. Das war Madden at his finest, ey. So ein Glück, ey. Und das ist, weil wir bestimmt noch All-Pro spielen. Also, du hast das bestimmt noch nicht mal selber gemacht, ey. No hate. So, after the INT, here's Mahomes. Eluding the pressure right. The throw right side taken in by the tight end. Was ist denn das? A good pick up there, a 22. Oh, a lot of credit to the play caller here. He saw the design in his mind. Ja, guck mal, Locke Freier sagt, ich habe nichts gedrückt bei der Interception. Das meine ich ja. Wie geht denn das? Was ist denn das für ein Glück? No hate. Bullshit. Now here's Mahomes. They'll set up the screen. This is Williams. And they corral him just a couple yards shy of the end zone. They'll run it with Williams. And he gets halfway there down to the 1 yard line. The Chiefs will use the first of their timeouts as they stop it with 16 seconds to go in half number one. Bin so ein bisschen sprachlos gerade. Das gefällt mir alles nicht. Mehr. Stopp. Was haben wir denn noch? 12 Sekunden, dritter Versuch. Du hast noch ein Timeout. Moin, moin. Das Game will dich am Boden sehen, ohne Scheiße. Das habe ich wirklich manchmal das Gefühl hier. Machst du jetzt einen Quarterback-Sneak hier? Ja. Ist das ein Bullshit? Also, dieses Spiel macht das so, ey. Das macht gar keinen. Du hast zwei Tackle im A-Gaps und der Linebacker steht direkt über Center. Niemals im Real Life würde es passieren, dass Patrick Mahomes 3 Yards in der Endzone reinspringen kann. FIFA ist viel schlimmer, ich weiß es, Leute. FIFA ist brutal. Also FIFA hat echt drauf, Leute, das Leben, oder sagen wir so, ja, okay. Das Leben von Menschen zu ruinieren, ey. In Amerika spielt gefühlt jeder mehr, ne? So we've hit intermission. It's halftime. Ich spiele kein FIFA. Ich spiele wirklich einmal die Woche PlayStation und das ist hier Madden. Ich hab nicht mehr Zeit leider. Drei Kinder. Ich freue mich, dass ich hier einmal Madden spiele irgendwie, weil ich bin irgendwie so connected zu Madden, weil damit bin ich aufgewachsen. Ich habe alles, ich kannte jeden Spieler, jede Stärke, jede Schwäche. Da habe ich meine ganze Kindheit mit verbracht bei meinem besten Freund, der immer noch mein bester Freund ist. Ja, ich gesagt, eines Tages will ich auch mal da spielen. Ja, okay, Nummer 50. Nimm den Blocker auf und noch mach das Tackle. Ist gut, freut mich. Boom. Spielst du nicht mal mit deinen Kindern? Nein, meine Älteste ist 6 Jahre. Die kennen sowas nicht. Die sind nicht so. Die verstehen das ganze Konzept gar nicht hinter Videospielen. Okay, aber ist doch Mercedes Lewis, ne? Der kann auch kein Tackle brechen, also dafür, dass er so groß ist. Was hast du für eine Stundenwoche bei Thunder? Bei mir gibt es keine Stunden mehr. Frag meine Frau, ey. Und es ist gerade sehr viel los, aber es wird sich lohnen. Harte Arbeit lohnt sich immer aus.
Ey, Björn, in meinem Subway kannte man den Sub nicht, obwohl es auf dem Monitor beworben wurde. Frag mich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich stehe so nicht. Ja. Very nice. Boah, wie schnell ist denn Thornhill, ey? Da war die Connection. Ich dachte, du rennst noch rüber mit dem Spieler. Lohnt sich aus? Nein, zahlt sich aus. Hast natürlich recht. Ich bin müde. Kennt mich doch. Und ich spiele gerade Madden gegen jemanden und es ist ein heißes Duell. Ich muss hier richtig Multitasking gerade machen. Was ist denn du denn da? War das geplant? Meine Frau wirst du nie in einem Stream sehen, nie im Podcast, weil der ist das alles so voll egal. Die will nur ihren Mann zurück. Nein, sie supportet natürlich, aber sie ist da echt wie Patricks, also Patricks Frau ist genauso, die wollen damit nichts zu tun haben. Wir sollen diese Welt eigentlich, wenn wir zu Hause sind und die Zeit, die wir mit der Familie nutzen, sollen wir auch nutzen und nicht auch noch mit unseren Frauen eigentlich darüber reden. Ey, Alter, ey, ganz im Ernst. Das war so ein billiges First Down. Oh. Komm, ja, so muss es sein, komm schon. Big Play, das habe ich gebraucht. Das haben wir gebraucht. Warum laggt der Sound so? Welcher denn? Du, es kann auch sein, dass hier ist gerade, warte, ich muss mal meinen Sound vom Fernseher hier runter machen, vom Monitor, kann auch sein, dass es so ein bisschen hinterher noch was aufnimmt hier. Alter, warum, was wirft er denn für einen Eierball? Jetzt mal ganz im Ernst. Also ganz im Ernst. Der Winkel war da, ich tippe es an und er wirft den gerade. Ey, es ist, ich fass es nicht, ey. Ich fass es nicht. Da stoppe ich ihn und gebe ihm den Ball gleich zurück mit so einem dummen Ding, ey. Ey, immer der gleiche Scheiß, Alter. Und er hat Tyreek Hill bricht auch noch den Tackle, Alter. Wie ihr seht, heute war kein guter Tag. Und das hilft jetzt nicht, dass ich aufs Maul kriege auch bei Madden. Also es war ein guter Tag. Es war nur ein anstrengender Tag. Das ist ein Bullshit, ey. Ist doch nur ein Spiel. Das macht es nur noch schlimmer, wenn man sowas gesagt bekommt. Alles, was ich anfasse, wird ernst genommen. Mm-mm-mm-mm. Mm-mm-mm.
Aaron Jones bricht kein Tackle, ne? Was macht er denn? Was soll denn Lauf werden? Das ist eine Shitshow. Ich habe gar keinen Bock mehr. Das ist true, ey. Ich bin gerade richtig pissed, muss ich sagen. Das Spiel. Ach, so eine Scheiße, ey. Draw, ey. Ist auch immer einer frei, ey, das ist ja. Das ist die hässliche Börte. Ah, Scheiße, ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Kann ihn nicht stoppen. Salty. Ich kann ihn einfach nicht stoppen. Egal, was du machst, er macht es immer etwas besser. Genau so ist es. Ich spiele gegen einen Romantiker. Ich kenne die Person nicht. Den hätte ich dir aber gegönnt. Den hätte ich dir sowas von gegönnt, weil ich wusste nicht mal, dass es so ein Spielzug, also dass es den Philly Special hier im Spiel gibt. Aber den hätte ich dir eigentlich gegönnt. Der war krass. Komplett frei. Den hätte ich dir echt gegönnt, Mann. Der war geil gewesen. Oh. Zwei Jahrlinge. Alter, was war das für ein Stiffarm? Ja, wirklich, wo kann ich in diesem Philly Special überhaupt hier auswählen, ey? Wo finde ich in diesem Spielzug? Ich würde es nicht machen, weil ich werd wieder eine Interception werfen, hundertprozentig, aber sah nice aus. Zehn Punkte, ey. Uff, da haben wir noch was zu tun, wenn das...
Was macht er denn? Ja, ey, der ist runtergeflogen. Habt ihr das gesehen? Der fliegt runter und tackelt ihn dann. Guck mal, guck mal. Richtig realistisch, ey. Oh. YOLO, ey. Ey, das ist scheiße, ey. Was war das denn? In Quadruple Coverage. Da fängt ihn, ey. Unfassbar. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Mann. Er. Ja, Realismus. Wenn Aaron Rodgers rumrennt und scrambelt, verliert er nicht so den Ball. Ach ja, jetzt wackelt das Stadion noch. Das ist natürlich sehr hilfreich. Oh, ja. Es kommt alles hier ein bisschen zu spät. Ich hätte mal früher zum Slot nur werfen sollen, weil anscheinend hat es ja funktioniert. Oh oh. Hallo? Hallo? Sami ist da! Sami, ich krieg gerade richtig auf. Richtig. Wie sagt man das nett, ey? Ja! Noch nie ein Return-Touchdown gesehen. Ich habe noch nie ein Return-Touchdown gesehen. Hey. Ich hätte heute nicht mehr spielen dürfen, wirklich jetzt. Ich hatte schon schlechte Laune und ich habe jetzt noch mehr schlechte Laune. Ey, das ist... Nee, ich wollte keinen Onside-Kick machen, weil ich weiß, der Shit wird nicht funktionieren. Lange nichts von dir gehört, ja?
Guck mal, mein Stadion wackelt wieder. Freut mich für dich, dass du Joghurt mitgebracht hast. Warum für mich? Ich brauche keinen Joghurt. Ach, wieder Interception Pick 6. Okay. Leute, das war's mit Madden heute. Ein wunderschönes Spiel hier von, wie heißt der nochmal? Lockefair. Absolut Bullshit, was hier abgeht. Ja. Pyjama-Party. Sami ist am Start. Der legt sich jetzt gleich hier bei mir zu Hause hin. Ist dann fit nachher für euch. Pyjama-Party. Wir spielen eigentlich nochmal. Sami. Colts. Jets Colts. Wird die Klatsche in der Woche im Podcast erwähnt? Nein. Sobald ich dieses Stream aufmache, wird alles gelöscht. Sami, das wird auch nicht hochgeladen auf YouTube, ja? Nee, kannst du bitte streichen. Das kannst du knicken, ja. Oh Mann, ey. Sein Puzzle. Scheiß genau. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich echt ausrasten könnte, aber ich muss mich jetzt echt benehmen, weil ich bin wirklich live und das kann sehr schnell viral gehen. Ja, ist nicht gut. Und noch eine Interception ist klar, ja. Also. Picked up by the Honey Badger, Tyrann Mathieu. And the Chiefs are going to have it here as they'll start at their own 24-yard line. Kann ich jetzt eigentlich Rage Quit machen? Ich meine, 45-21. Es war in der dritten Quarter, war der Gefühl gleich mit 10 Punkten. Und es sieht aber, wird immer schlimmer. Und alles funktioniert natürlich gerade bei der Person. Guck mal, genau. Mhm. Aber auch die wildesten Sachen passieren für ihn. Wunder Scheiß. Also jetzt wird es nur noch lächerlich. Ja, ich habe im Arrowhead Stadium schon mal gespielt. Also ich bin 0-2 gegen Romantiker auf jeden Fall. Das ist schon mal nicht gut. Guck mal, er rennt einfach. Ey, das ist so ein... Einfach Tyreek Hill tief schicken, funktioniert. Ist okay, mit Aaron Rodgers funktioniert es nicht, aber Tyreek Hill funktioniert. Fifty Burger bekommen. Jetzt macht er alles hier. Das macht der Fake Fikus, wie funktioniert. Bin ich aber der beste 0-2 Spieler gegen die Bromantiker ever? Ich habe aber schon ab dritte Quarter schon aufgehört. Das kann ich. Jetzt müssen wir Madden aus diesem Programm nehmen, oder? Ich renne noch an da läuft die Zeit aus. Ich kann nicht das noch schlimmer mit dir. Du hast das bessere Team. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat Spaß gemacht, wie immer. Heute war hart. Sami? Ich glaube, Sami telefoniert. Vielleicht will er Sami noch eine Runde spielen mit euch. Oder dranbleiben und vielleicht nochmal. Keine Ahnung. Ich kann nicht mehr. Ich muss heiern gehen. Heiern. Wollen meine Kinder das sagen. Ach, du bist schon mal. Ja.
Willst du noch eine Runde melden? Nein, sagt er. Er muss schlafen gehen für heute Nacht. The utter domination here just continues this defense. I don't know what more we can say all around about their performance. Well, it certainly feels in this game like maybe they're facing a Canadian defense. 12 guys on the field. Ist Haiern ein Brandenburger Ding? Haiern? Sami, du kennst doch Haiern, oder? Ja, ist das echt ein Berliner Ding? Und jetzt kommt noch ganz salty Lockefrère. Danke, Björn, hat Bock gemacht. Der mich gerade weggeklatscht hat. Aber bitte sag mir, er hat die ganze Zeit nichts gesagt, weil er nicht ist. Nein, doch, er hat. Nee, er hat. Weil man nett ist, das ist das Problem. Das ist so, wenn du einen wegklatscht und der ist noch nett dabei, macht es noch schlimmer. Ich habe lieber, dass er mich trash-talkt, weil ich kann nicht mal was Böses zurück sagen. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Übrigens, nächste Woche, ne, Sonntag, Arrowhead Stadium, Martin Sotcher. Diese Woche. Es hat Spaß gemacht, Lockefrère. Ja, guck mal, ich finde das Setup besser mit, weil ich kann hier gerade sitzen, nicht auf der Couch. Auf der Couch ist schlimm. Du. Eine Stunde und eine Minute, guck mal, ein Spiel, ist immer eine schöne Stunde, ist geil. Hier, Haier, ja, aber nicht Haiern. Ja, ich sag auch mal Haiern, ne? Ich leg jetzt Sami Haiern. Leg dich schon mal, deck dich schon mal zu und ich sing dir noch Sandmann vor, ey. Ach, ja. Guck mal, in Hamburg sagen wir auch Haiern. Siehste? So, Leute, das war schön. Ich habe eine Klatsche bekommen. Ich werde jetzt sauer zu meiner Frau gehen. Es hat Spaß gemacht. Ich hasse dich. Genauso fühle ich mich gerade. Also, ja, heute Nacht Pyjama-Party. Viel Spaß. 1.10 Uhr sogar früher. Ja, schönen Abend noch. Schön mit dir, ja.